Herzlich willkommen bei CF Unboxings und der Fantasy-Action-Blockbuster The Huntsman and the Ice Queen im Original The Huntsman Winter's War ist als 4K Ultra HD Blu-ray erschienen. Die werde ich euch jetzt gleich vorstellen und anschließend werfen wir noch einen Blick auf die 3D Blu-ray-Version des Films, die zusammen mit der Blu-ray und der DVD seit Ende August für das Home Entertainment erhältlich ist. Und die 4K Blu-ray ist jetzt eben die Neuveröffentlichung. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier wieder einen richtig schönen Schuber. Finde ich richtig klasse, dass sich Universal auch bei den 4K Blu-rays dazu entschieden hat, diese mit einem schönen Slipcover immer zu beschmücken. Das sah schon bei den 3D Blu-rays immer schön aus. Wir haben das Ganze natürlich aus Pappe, den Schuber. Und dann ist da so eine Karte mit drauf, aus Plastik mit diesem Glänzeffekt an, und das Cover sieht richtig schön aus. Wir hatten einen FSK-Flat schon drauf, den konnte man entfernen. Hier haben wir noch rechts das Universal-Logo, dann hier nochmal den 4K Ultra HD, den Schriftzug, das Logo, sowie nochmal die Info, dass 4K Ultra HD, der Blu-ray und der Digital Ultraviolet Code hier enthalten sind, sowie eine Extended Edition des Films, aber natürlich auch die Kinofassung. Der Spin ist natürlich auf beiden Seiten wieder dabei, dank dem Slipcover. Wir haben hier den The Huntsman and the Ice Queen Schriftzug, dann hier das Universal Logo und rechts das Ultra HD Blu-ray Logo. Hinten drauf hätten wir dann die ganzen technischen Details und die Infos. Hier ganz klein die Infobeschreibung und links dann so ein paar kleine Bildchen zum Film. Obendrauf dann ganz groß hier die Info, viermal schärfer als HD, denn es ist halt nun mal immer noch, gehört mit zu den ersten 4K Blu-rays von Universal, also muss natürlich Werbung fürs 4K gemacht werden, was das eben so kann. Hier nochmal, was man alles braucht, die Informationen, um den Film in 4K leben zu können. Die Extras, die mit dabei sind, sind unveröffentlichte Szenen, Filmkommentar mit Regisseur Cedric Nicholas Troyan, die Gag-Reel, winterliche Aussicht, also das Making-of. Und von der Tonspur her haben wir, wenn es mal scharf werden würde, in Deutsch und Englisch eine DTS High Resolution 7.1 Tonspur und sonst noch eine DTS 5.1 Tonspur. Mit dem Ton war ich eigentlich zufrieden, auch wenn man bei einer 4K Blu-ray schon Dolby Atmos erwarten würde. Dann haben wir hier die normale Amari, die ist natürlich schwarz, wie eben die Standardfarbe von den 4K Blu-rays ist. Vorne eben sieht das Ganze ganz genauso aus mit dem Wendecover, sehr schön. Hinten drauf auch alles dasselbe. Und dann machen wir das Ganze noch auf. Dann haben wir hier den Digital UV-Code, den habe ich noch nicht eingelöst, also könnt ihr gerne einlösen. Dann haben wir hier die Blu-ray-Version, die Blu-ray-Disc mit einem schönen Cover, sowie die 4K-Version. Ist es dasselbe Cover, aber in verschiedenen Richtungen das Ganze drauf gemacht. Von dem her sieht es ganz cool aus. Und sonst hier noch der Unterschied, dass halt eben die verschiedenen Logos unten drauf stehen. Das war es eigentlich mit der 4K Blu-ray. Sie ist ganz gut geworden von der Veröffentlichung her. Der Schuber gefällt mir immer richtig gut. Das Bild ist gut. Vom Ton her bin ich auch einigermaßen zufrieden, auch wenn man Dolby Atmos erwarten würde eigentlich. Aber ansonsten für alle, die schon noch das 4K-Equipment haben, für die ist es auf jeden Fall mal ein Blick wert, die Blu-ray, denn das Bild ist echt ganz gut geworden. Und jetzt werfen wir noch einen Blick auf die 3D-Blu-ray-Version des Films. Da ist jetzt der Schuber eben mit einem Lenticular-Cover versehen, was immer richtig cool aussieht. Hier oben halt dann wieder dieselben Infos, bloß dass halt statt dem 4K 3D mit dabei ist. Beim Spin ist auch alles dasselbe, nur dass das Ganze hier in weiß gehalten ist. Und hinten drauf sieht das Ganze ein bisschen anders aus, da sind nämlich die Bilder größer geraten, das finde ich ein bisschen schöner. So kennen wir halt auch von den meisten Sachen her. Da haben wir nochmal, finde ich ein bisschen nervig hier, Digital HD, sollte man langsam wissen, wie das funktioniert. Nochmal die Info ganz groß und was man braucht, um den Film in 3D erleben zu können. Und hier von den ganzen Sachen vom Ton her ist es ja auch genau dasselbe geblieben. Also auch ein sehr schickes Slipcover, das entfernen wir jetzt mal. Dann haben wir die Amari, die ist nicht schwarz, sondern müsste eigentlich blau sein bei der normalen Blu-ray, aber sie ist in Gold designt, finde ich eine coole Sache, bietet sich halt an, das so zu machen, finde ich ganz cool. So sieht das Ganze von vorne aus, hier finde ich sehr schade, trotzdem Wendecover ist trotzdem hier das ganze Zeug mit drauf. Dann der Spin, natürlich ganz genauso, hinten auch, und klappen wir das Ganze aus, da können wir nochmal die goldene Amari sehen. Dann haben wir einen Digital UV-Code, den habe ich schon eingelöst, und die zwei Discs. Also wie ihr seht, ist eigentlich mit der 4K Blu-ray meist identisch, nur dass die Discs halt anders beschriftet sind und der Schuber. Und das war es jetzt auch schon mit meiner Vorstellung der 3D Blu-ray und der 4K Ultra HD Blu-ray. Links zu den beiden und auch zur Blu-ray und zur DVD sind in der Infobeschreibung. Lasst mich gerne eure Meinung wissen, wie euch die Edition so gefallen. Wie gesagt, das 4K ist recht ordentlich geworden und auch das 3D des Films ist sehr gut. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihr gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst.